Im Mai launcht das erste Elektroauto mit einer Solid-State-Batterie, der IML6. Zuerst in China, 2025 aber auch bei uns. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. IM Motors wurde 2020 als Joint Venture zwischen SAIC Motor, Alibaba Group und Changyang Hi-Tech gegründet. Das erste Modell war die L7 Limousine, die 2022 auf den Markt kam, gefolgt von den SUVs LS7 und LS6. SAIC möchte die IM-Marke dieses Jahr international bekannt machen und der Verkauf soll schon nächstes Jahr in Europa beginnen. Derzeit ist aber noch nicht klar, ob IM-Modelle in Europa in MG-Autos umbenannt werden oder ob sie weiterhin IM heißen. Nach seinem Debüt auf dem Genfer Autosalon werden dank Informationen des Regierungsministeriums in China immer mehr und mehr Details zum IML6 bekannt. Man geht nun davon aus, dass das vierte Modell der SAIC-Marke IM Motors im Mai offiziell auf den Markt kommen wird. Das Design stellt eine klare Weiterentwicklung der bestehenden Designsprache von IM dar. Eine geschlossene Front und scharfe Scheinwerfer verleihen der Frontpartie Tempo. C-förmige Deflektorrillen und die schmalen trapezförmigen Lufteinlässe lassen das Auto sportlicher aussehen. Während es sich um eine viertürige Limousine handelt, vermittelt das steil geneigte Panoramadach einen coupéartigen Eindruck, der durch die erhöhten Radlauflinien noch verstärkt wird. Im Inneren ähnelt das Auto stark dem IMLS6, wobei Instrumententafel, Mittelbildschirm und Beifahrer-Entertainment-Bildschirm alle in einer Einheit verschmelzen. Ebenfalls erkennbar ist ein Yoke-Lenkrad, ähnlich wie beim Tesla Model S und X. Auch andere Merkmale wie das kabellose Telefon-Ladepad und die Getränkehalter sind denen des LS6 sehr ähnlich. Bisher zeigten Erlkönig-Aufnahmen den Innenraum nur in hellem Design. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der IML6 ist 4,93 Meter lang, 1,96 Meter breit und 1,47 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,95 Meter. Das Auto wiegt 2040 Kilogramm für die Version mit Hinterradantrieb und 2250 Kilogramm für die Performance-Version mit Allradantrieb. Das Auto mit Hinterradantrieb verfügt über einen 250 kW Elektromotor, während die Hochleistungsversionen diesen gegen einen 379 kW Motor austauschen und der Vorderachse einen zusätzlichen 200 kW Motor bescheren. So kommt die Performance-Variante auf 787 PS. IM kündigte schon an, dass der mit der Festkörperbatterie ausgestattete L6 eine CLCC-Reichweite von 1000 km bzw. 800 km WLTP haben würde. Die Kathode oder positive Elektrode ist mit einem Material mit ultrahohem Nickelgehalt beschichtet, während die Anode aus einem Silizium-Kohlenstoff-Verbundmaterial der neuen Generation mit hoher spezifischer Energie besteht. Festkörperbatterien unterscheiden sich erheblich von der bestehenden Technologie, da der Elektrolyt fest ist. Im Fall der von IML6 verwendeten Batterie ein patentierter, selbstentwickelter Elektrolyt im Nanomaßstab. Dies weist eine hohe Ionenleitfähigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit auf, was vermutlich bedeutet, dass die Brandgefahr geringer ist. Darüber hinaus wird der Elektrolyt durch integrierte Trockenformung mit fester Schicht hergestellt, wodurch die resultierende Batterie einen verringerten Innenwiderstand aufweist, was ein ultraschnelles Laden ermöglicht. Diese Technologien lösen das Problem der hohen Ausdehnung von Materialien auf Siliziumbasis, sorgen für Stabilität, ermöglichen eine bessere Lade-Entladeleistung und sorgen letztendlich für mehr Sicherheit. SAIC behauptet außerdem, das Auto verfüge über eine 900 Volt Ultraschnellladung. Des Weiteren ist das Auto wahlweise mit ternären Lithium-Batterien mit 90 oder 100 Kilowattstunden von CATL ausgestattet. Das kleinere Akkupaket verleiht der Version mit Hinterradantrieb eine CLTC-Reichweite von 720 km und mit dem Allradantrieb 700 km.
während die 100 Kilowattstunden Batterie 770 bzw. 750 Kilometer ermöglicht. Infos zu Preisen wird es wohl erst im April zur offiziellen Weltpremiere geben, da halte ich euch aber auf dem Laufenden. Bis dahin könnt ihr mir eure Preisvermutungen gerne unter das Video schreiben. Wie gefällt euch der IML6? Wäre der was für euch? Sagt mir das in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!